Hallo und herzlich willkommen im Keller. Ich bin was gefragt worden und möchte das in Form dieses Videos schnell beantworten. Und zwar so grobe Wiedergabe der entsprechenden Situationen, um die es sich handelt. Ein Kollege von uns ist im Walde unterwegs und zwar das ist nämlich wichtig für den weiteren Verlauf meiner Erklärung, Nordrhein-Westfalen, und findet dort, schleicht da halt eben durch den Wald. So. Und will den Weg verlassen, so wie ich das jetzt gerade so ungefähr in Erinnerung habe. Und beim Versuch, den Weg zu verlassen, scheitert es dann schließlich daran, dass dort ein vermutlich Jäger aufkreuzt, der ihn eben darauf hinweist, dass er den Weg doch nicht verlassen darf, wegen der armen Wildtiere, die dann da entsprechend wahnsinnig gestört werden, wenn hier jeder vom Weg runtergeht und man doch bitte deswegen auf dem Weg zu bleiben hat. So. Wie ist da jetzt die Situation? Ist das wirklich so dramatisch? Muss man deswegen jetzt auf dem Weg bleiben, weil die armen Viecher sonst alle gestört sind? Gestört werden, so rum. und es ist tatsächlich relativ diffizil, das genau klären zu können. Also zunächst mal die Frage, inwiefern jemand, der abseits der Wege wandern geht, das wild stört, ist umstritten, vorsichtig ausgedrückt. Ich habe das zwar schon mal in einem anderen Video geklärt, aber ich kann es ja hier nochmal vielleicht ein bisschen in kompakterer Form darauf hinweisen. Ja, es gibt durchaus Jäger, die davon ausgehen, dass wenn jemand beim Wild vorbeiläuft, ich hatte es beim Dickungskurzwissen-Video vor kurzem erst erklärt, das Wild dadurch eben flüchten muss und quasi gestört wird, den Kreislauf sozusagen ankurbeln muss, um eben eine Flucht möglich zu machen, und dann mehr Energie verbraucht, als es verbrauchen würde, wenn es nicht gestört werden würde. So, soweit erstmal nicht besonders schlimm, es sei denn, es ist Winter, wenn die Energie nicht wieder aufgenommen werden kann, kann es also passieren, dass häufig gestörtes Wild im Winter dann tatsächlich verhungert, und das wollen wir dann hoffentlich nicht herbeiführen. Man sollte also im Winter tatsächlich darauf achten, dass man möglichst dem Wild nicht allzu sehr auf die Nerven geht. Das heißt, man sollte sich nicht dahin begeben, wo das Wild sich vermutlich aufhält. Dazu kommt man nachher noch genauer. Die andere Theorie, die es eben entsprechend gibt, zum Verhalten von Wild, wenn der Mensch nah dran vorbeiläuft, also auch abseits der Wege, ist, dass es dem Wild überhaupt nichts ausmacht und das Wild halt sehr gut differenzieren kann, ob es sich bei dem Mensch, der da jetzt durch die Gegend läuft, um einen Touristen handelt, der dem Wild scheißegal ist, oder um eben einen Jäger, der das Wild potenziell erlegen möchte, und das ist dem Wild natürlich nicht egal. So genau weiß man das nicht. Da gibt es wirklich zwei Parteien und beide Parteien kloppen sich entsprechend intensiv. Man könnte vielleicht sagen, dass die Partei, die sagt, das Wild darf man auf keinen Fall stören, weil das furchtbar schlecht fürs Wild ist, mehrheitlich aus Jägern ohne zusätzliche forstwissenschaftliche Ausbildung besteht, ohne das abwertend zu meinen. Das ist einfach eine Tatsache. Die haben ihre Erfahrungen im Umgang mit Wild eben aus der Praxis, dass sie halt dauernd ansitzen und viel Wild zu sehen bekommen, und natürlich spricht man ja auch miteinander innerhalb der Jägerschaft. So, die andere Meinung, dass das dem Wild gar nicht so viel ausmacht, der kommt größtenteils von Vertretern der Forstwissenschaft, die auch jagen, aber in erster Linie halt erstmal Wissenschaftler sind, auch ein paar Biologen sind darunter, Wildbiologen als solche insgesamt. Die sind mehrheitlich, auch nicht alle, aber mehrheitlich der Auffassung, dass es wahrscheinlich dem Wild relativ wurscht ist und eben das Wild aufgrund seiner durchaus gar nicht mal so geringen Intelligenz eben unterscheiden kann. Handelt es sich bei dem Störenfried, der darum dackelt, jetzt einfach nur um einen Tourist, der mir nichts tut, oder eben um eine wirkliche potenzielle Bedrohung, vor der ich dann auch wegrennen sollte? Ist natürlich von daher blöd, wenn man jetzt den Jägern erzählt, also der Fraktion, die der Meinung ist, das Wild darf nicht gestört werden, es sind ja nicht nur Jäger, wenn man denen jetzt sagt, ja, aber das macht dem Wild überhaupt nichts, wenn der Otto-Normalverbraucher durch den Wald läuft. Und dann probieren die das aus und laufen vielleicht als Otto-Normalverbraucher ohne Gewehr mal durch den Wald. Passiert aber trotzdem, dass bei ihnen überall das Wild entsprechend vor ihnen flüchtet. Kann man jetzt so erklären, dass es einfach daran liegt, dass der Jäger nach Jäger duftet und tatsächlich das Wild in der Lage ist zu klassifizieren, okay, das ist doch der Typ, der da sonst da hinten auf dem Hochsitz hockt, und das dann irgendwie wirklich rausriechen kann und weiß, das ist einer, der mir potenziell was Böses will, und bei Gerüchen, die es noch nicht kennt, geht es davon aus, dass das irgendwas Harmloses ist.
Solche Theorien gibt es. So in der Richtung. Und damit versucht man dann halt entsprechende Theorien von wegen das arme Wild muss flüchten zu widerlegen. Ob das jetzt nun letztendlich so ist, das will ich überhaupt nicht beantworten und beurteilen. Dafür bin ich auch auf keinen Fall Wildbiologe genug. Das ist durchaus eben eine schwierige, komplizierte Fragestellung, sehr komplex und schwierig durch empirische Untersuchungen zu klären. Man müsste quasi mal ein ja, Freilandlaborversuch in Anführungszeichen starten und mal Leute, die dem Reh böse gesinnt sind, durch einen definierten Waldbereich laufen lassen und mal gucken, wie viele Rehe sie dabei stören. Das Gleiche nochmal mit Leuten machen lassen, die dem Reh nicht böse geneigt sind. Und das ist wahnsinnig schwierig umzusetzen, weil man dafür kontrollierte Bedingungen bräuchte. Man bräuchte also jedes Mal exakt dieselbe Waldzusammensetzung mit exakt demselben Rehbestand, der exakt an derselben Stelle sitzt und der Möglichkeit sich genauso gleich verhält, wie bei der ersten Variante, wo die Leute durchgelaufen sind. Und das ist einfach nicht umsetzbar aus technischen Gründen, weshalb wir diese Fragestellung einfach nicht wirklich untersuchen können und da immer noch ein bisschen am Spekulieren, auf Spekulieren auch angewiesen sind. Spekulatius, ist ein anderes Thema. Deswegen ist es so dramatisch, wenn man das Wild stört, wissen wir nicht. Gibt's Meinungen? Meinungen sind bekanntlich wie Arschlöcher, hat jeder. Entschuldigung, 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 ab sofort wieder mit Niveau. Ja. Jetzt ist allerdings noch ein weiterer Faktor, der vielleicht eventuell eine Rolle spielen könnte bei dieser Fragestellung, ob der Kerl einem jetzt sagen darf, dass man nicht in den Wald darf, der da wichtig ist. Darf der überhaupt unser eins jetzt sagen, dass wir nicht vom Weg runter dürfen, um den Wald zu betreten? Denn generell ist das Betreten des Waldes abseits der Wege ja erlaubt. Das erlaubt schon das Bundeswaldgesetz, und die jeweiligen Landeswaldgesetze machen da nur vereinzelte Ausnahmen unter bestimmten Bedingungen. Zum Beispiel, da wir uns ja an unserem Beispiel in NRW befinden, und ich habe es jetzt nicht noch mal genau nachgelesen, aber ich bilde mir ein, dass in NRW durchaus die Option gegeben ist, bestimmte Waldgebiete bei erhöhtem Besucherandrang kurzfristig, also bis kein erhöhter Besucherandrang mehr ist, zu sperren, damit eben das Wild sich besser erholen kann und nicht ständigen Touristen ausgesetzt ist. Und es ist schon anzunehmen, dass ab einer bestimmten Frequenz von Touristen, die im Wald rumlaufen, irgendwann das Wild wahrscheinlich dann doch gestört sein wird. Und auch diejenigen, die sagen, das macht im Wild in der Regel nichts aus, würden mir hoffentlich zustimmen, wenn ich sage, ja gut, aber wenn das 100 Leute am Tag sind, die am Versteck vom Reh vorbeirennen, dann geht's dem Reh auch irgendwann auf den Keks. Auch wenn es bei 10 Leuten vielleicht noch sich denkt, boah, die sind doch mir egal. Also ab einer gewissen Frequenz und Masse an Menschen, die da vorbeilaufen, schwierig. Und jetzt ist es ja so, ich will jetzt niemandem in NRW irgendwie auf die Schnauze treten, auf die Füße treten. So, das andere wäre schon viel zu böse. Aber tendenziell ist NRW ja sehr reich an Bevölkerung, hat also eine hohe Einwohner pro Quadratkilometer Dichte, insgesamt eine hohe Einwohnerdichte mit ja, Siedlung an Siedlung, mit gar nicht allzu viel dazwischen. Stellenweise, ja, nur stellenweise. Aber sollte es sich zum Beispiel jetzt bei unserem NRW-Beispiel um eine solche Region handeln, die dann da dazwischen, zwischen den ganzen Siedlungen vielleicht noch ein paar kleine Waldstücke hat, dann ist anzunehmen, dass tatsächlich der Besucherdruck, der Erholungsdruck, wie man so schön sagt, auf die noch verbliebenen Waldstücke, die es da dann noch gibt, entsprechend groß ist. Weil jeder möchte sich ein bisschen erholen im Wald und da gibt es einfach insgesamt viele Leute verteilt auf wenig Wald, dann ist es im Wald voll und dann mag es schon zutreffen, dass das Wild da doch ziemlich mit beunruhigt wird. So, interessant wäre jetzt noch eben die Frage zu klären, darf der Mann überhaupt eben jetzt das verbieten, dass man da den Waldweg verlässt? Und das darf er dann, wenn er der Förster ist, beziehungsweise ein Mitarbeiter des Forstamts, der entsprechende Autorität besitzt, um sowas zu verbieten. Tatsächlich ein einfacher Jäger und sei es auch der Revierinhaber, also der entsprechende Jagdpächter, der das entsprechende Revier für viel Geld gepachtet hat, auch der darf nicht verbieten, dass die Wege verlassen werden. Das Einzige, was der darf, und auch in NRW sowie in fast allen anderen Bundesländern, ich meine mit momentan noch immer der einzigen Ausnahme Baden-Württemberg, darf er euch im Prinzip bloß kontrollieren, ob ihr nicht wildert.
Also gegebenenfalls euch Utensilien, mit denen ihr will, dann wollt, abnehmen. Also wenn ihr beispielsweise mit einem Gewehr rumrennt oder einer Armbrust im Walde, dann könnte der, sofern er euch abseits der Wege antrifft, das steht auch genauso explizit im Gesetz, abseits der Wege muss er euch antreffen, dann könnte er euch zum Beispiel einen Bogen oder eine Armbrust oder sowas abnehmen, weil er dann davon ausgeht, dass ihr halt eben zum Wildern da seid. Solltet ihr schon ein totes Wildschwein über der Schulter mit euch ruhig die Gegend schleppen, dann darf er euch dieses tote Wildschwein auch entsprechend abnehmen. Interessanterweise steht aber nirgendwo irgendwie was, dass der in irgendeiner Form das Recht hat, euch irgendwie des Ortes zu verweisen. Das darf die Polizei und entsprechend der Förster unter Umständen. Wobei, das weiß meistens nur der Förster eben selber, ob er jetzt gerade speziell ein Förster ist, der euch des Ortes verweisen darf oder nicht. Und deshalb, wenn es tatsächlich der Förster ist, der sich entsprechend ausweisen können muss, das ist auch nochmal wichtig, und in der Regel auch meistens eine entsprechende Dienstkleidung trägt, die ihn eben als im weiteren Sinne staatlicher Förster ausweist, also ein Gemeindeförster, ein Dorfförster in Anführungszeichen wäre letztendlich auch ein staatlicher Förster, weil er ja mit der Zugehörigkeit zur Gemeinde ja auch irgendwo zum Staat gehört, nur halt eben in einer sehr kommunalen kleinen unteren Instanz, aber nichtsdestotrotz, der hat dann meistens, also diese entsprechenden offiziellen Förster, das bin ich auch mal euch gefragt worden, inwiefern die überhaupt zu erkennen sind, die haben in der Regel dann doch an ihrer Dienstkleidung, die so ein ganz kleines bisschen nach Uniform aussieht. Nicht jeder trägt die gerne, nicht jeder hat die immer an, aber in der Theorie sieht die schon so leicht uniformmäßig aus und hat meistens. Muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Und ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht hundertprozentig für jedes Bundesland, aber meistens ist da in irgendeiner Form ein Emblem drauf, meistens hier auf dem Arm oder da, mit dem entsprechenden Wappen des entsprechenden Bundeslandes. Zum Beispiel bei Forst BW ist es so, die Bayern rennen auch mit so einem was Weiß-Blauem rum, so ganz dezent. Also ja, gut, das macht in Bayern aber fast jeder, das macht die Sache ein bisschen schwieriger. Praktisch wäre schon, sich in irgendeiner Form dann doch nochmal einen Ausweis zeigen zu lassen, wenn da irgendwie Klärungsbedarf besteht, ob derjenige jetzt überhaupt was zu sagen hat oder nicht. Also wie gesagt, ein Jäger in keinem Fall, es sei denn, es ist wirklich ein Berufsjäger, aber die sind so selten, da trifft man vorher noch einen Wolf im Wald, bevor man einen Berufsjäger trifft. Also der dürfte wahrscheinlich auch sagen, dass ihr jetzt den Wald verlassen müsst, weil der ihn wieder in irgendeiner Form beim Staat dann wieder angestellt ist und entsprechend dann auch hoheitliche Aufgaben wahrnehmen darf. Aber ja, der stinknormale Jäger, egal welcher, wie gesagt, der darf das nicht. Übrigens, der ganz normale Jäger, der einfach nur einen Jagdschein hat und im Revier eines anderen Jägers, der das gepachtet hat, als Gastjäger sozusagen zum Jagen geht, zum Beispiel ein Jungjäger, der einfach noch nicht das Geld hat, um sich ein ganzes Revier selber zu pachten, der darf tatsächlich überhaupt nichts. Also das gleiche wie jeder andere Mensch im Wald auch. Wobei allerdings auch gilt, das sollte man auch nochmal wichtig dazu sagen, bevor jetzt alle Welt loszieht, um den Jäger zu ärgern, man darf sie nicht aktiv bei der Jagd behindern. Also das ist auch wieder verboten, die aktive Behinderung der Jagd. Dass man also jetzt sagt, okay, du kannst mir nicht verbieten, dass ich hier weggehe, also baue ich mein Zelt jetzt genau in deiner Einschussschneise sozusagen auf, damit du auch ja auf nichts schießen kannst. Sowas wäre dann wieder absichtliche Störung der Jagd und das ist dann wiederum verboten. Dann darf er euch schon auffordern, dass ihr das sein lasst. Allerdings darf er euch nicht auffordern, dass ihr den, ja, also er darf schon sagen, lasst das mal und geh hier weg. Also aus menschlichen Gründen darf er das sagen. Aber das müsst ihr dann tatsächlich immer noch nicht tun. Er müsste dann die Polizei rufen und die darf euch dann sozusagen befehlen und auch durchsetzen, dass ihr jetzt hier weggehen müsst. Und dann habt ihr halt mit der Anzeige unter Umständen zu rechnen, weil ihr halt eben absichtlich die Jagd gestört habt, was man nicht darf. Inwieweit das eine Straftat eigentlich ist, weiß ich nicht, aber da kann man sich schon darauf einstellen, dass das irgendeine negative Konsequenz für eure weitere Existenz durchaus haben könnte. Der Jäger darf dann allerdings doch sagen, dass der Weg nicht verlassen werden darf, wenn er damit bloß auf geltendes Recht hinweist. Das wäre dann gerade eben speziell in diesem Fall
dann der Fall, wenn es sich abseits des Weges um eine Wildruhezone handelt. Das sind dann also aber nochmal speziell ausgewiesene Bereiche im Wald, die, so die Theorie, es ist auch sehr umstritten, ob das funktioniert, dafür gedacht sind, dass das Wild dann nur quasi sich in diesen Bereichen aufhält, weil es in diesen Bereichen nicht gestört wird, weil da darf ja keiner reinlaufen. In anderen Bereichen dürfen Leute reinlaufen. Deshalb weicht das Wild dann automatisch in den als Wildruhezone vorgesehenen Bereich aus. Solche Bereiche haben dann noch die interessante Eigenschaft, dass es da meistens sehr viel Äsung gibt, also sprich relativ wenig Bäume, vergleichsweise viel Gras auf dem Boden, Kräuter, junge Büschlein, die keiner braucht, forstlich gesehen keiner braucht. Und dann kann entsprechend das Reh auch tagsüber, während es da hockt und sich versteckt, ein bisschen was an Nahrung zu sich nehmen und frisst halt nicht gleich, wenn es sich irgendwo im Wald versteckt, junge Bäume ab. So die Theorie. Wie gesagt, es ist extrem umstritten, ob das funktioniert. Gesetzlich vorgeschrieben ist es in den nördlicheren Bundesländern eigentlich fast überall, dass diese Wildruhezonen eingerichtet werden können. Und das wird auch relativ fleißig getan. Aber wenn eine Wildruhezone da ist, dann muss die entsprechend umfassend mit Schildern gekennzeichnet sein. Zumindest so, dass wenn man den Weg verlässt, man beim Verlassen des Weges eine gute Chance hat, vorher mal noch irgendwann ein Schild gesehen zu haben. Also soll heißen, wenn die Wild, also an den Ecken der Wildruhezone sozusagen, sollte jeweils ein Schild sein, dass man weiß, okay, hier beginnt sie und hier hört sie wieder auf, so ungefähr. Bei idealer Beschilderung. Jetzt ist die Beschilderung in der Praxis natürlich nicht unbedingt immer ideal. Und dann ist es ja vielleicht gar nicht so doof, wenn ein freundlicher, ich hoffe mal, er war einigermaßen freundlich, Jäger dann darauf hinweist, dass da an dieser Stelle jetzt so eine Wildruhezone ist. Wenn hingegen der Jäger allerdings eben auf die Idee kommt, rumzustänkern und zu sagen, man darf nicht vom Weg runter, das stört das Wild und bleibt gefälligst auf den Wegen, ihr ollen Waldtouristen, dann darf man ihn erfolgreich durchaus, meiner Meinung nach, mit ein wenig rabiateren Worten erklären, dass ihr exakt genau dasselbe Recht habt, den Wald zu betreten wie ein Jäger. Nur weil der einen Jagdschein hat, berechtigt ihn das nicht, irgendwelche Waldgebiete zu betreten, die ihr nicht auch genauso betreten dürft. Weil mit einem Jagdschein darf man auch nicht im Naturschutzgebiet rumschleichen und auch und gerade der Jäger hat in der Wildruhezone nichts zu suchen. Also Sonderrechte der Jägerschaft, die die Jägerschaft sich hin und wieder mal ein bisschen zu sehr einbildet zu haben, da muss man ganz vorsichtig sein. Es gibt ein paar, aber es sind nicht so viele. Allerdings, wenn die Jägerschaft jetzt der Meinung ist, generell ein bisschen mehr Ahnung vom Wald, der Natur und den Wildtieren zu haben als Otto-Normal-Durchschnittsverbraucher, dann haben sie wahrscheinlich schon recht. Also das muss man dann auch wiederum zugeben und auch anerkennen. Und generell bin ich schon der Meinung, dass wenn ein Experte hergeht und einem einen Rat gibt, der sein Fachgebiet betrifft, dass man diesen Rat dann zumindest mal wohlwollend zur Kenntnis nehmen sollte und doch darüber nachdenken, ob der besagte Experte nicht eventuell recht haben könnte. Und so also ein Jäger hat schon einen gewissen Expertenstatus bei Fragen des Wildes. Und ich will mich jetzt nicht beliebt machen, indem ich sage, nur einen gewissen Expertenstatus. Weil die Frage Wildtiermanagement ist halt dann doch so komplex, dass man sie in ihrer Gesamtheit nicht mit einem vergleichsweise kurzen und vergleichsweise einfachen Jagdscheinkurs schon allumfassend verstanden haben kann. Das halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Und das muss ich jetzt natürlich auch sagen, um die Kollegen, die sowas studiert haben oder entsprechend sich in diesem Bereich spezialisiert haben und das beruflich machen, ein wenig in Schutz zu nehmen. Ist aber auch meine persönliche Überzeugung und ich hoffe, damit können die entsprechenden Jäger ein wenig leben. Sofern sie einfach nur einen Jagdschein haben und jetzt ein bisschen jagen gehen und sonst nicht weiter sehr, 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 sehr umfassend mit der Thematik beschäftigt haben. Gut. Ich glaube, das wären alle möglichen Eventualitäten, die eventuell bei diesem Szenario eine Rolle spielen könnten, um da halt eben zu klären, darf man das jetzt, darf man das nicht. Als abschließendes Fazit, man darf
den Weg tatsächlich nicht verlassen, wenn es sich eben um ein Naturschutzgebiet, eine Wildruhezone oder einen sonstigen gesperrten Waldbereich handelt. Ansonsten darf man den Weg sehr wohl verlassen, es sei denn, jemand mit entsprechender Autorität, zum Beispiel eben der Förster, sagt einem, dass man es jetzt gerade nicht darf, weil er jetzt sozusagen jetzt gerade beschlossen hat, dass er für ein paar Tage diesen Waldbereich sperren möchte und das gilt ab jetzt. Dann muss er aber hinterher auch immer noch Schilder aufhängen, wenn er der Meinung ist, dass das ein bisschen länger anhalten soll. Wenn er jetzt einfach nur der Meinung ist, dass er jetzt gerade akut irgendwas in diesem Wald passiert, weshalb da keiner reinlaufen soll, dann kann er euch theoretisch auch so rausschmeißen. Ein Förster steht nicht gern im Rampenlicht und wird auch gar nicht gerne angezeigt oder dienstaufsichtsbeschwerdemäßig irgendwie sonst wie belangt. Deswegen sind die meisten Förster da auch extrem vorsichtig, wenn sie sowas in der Richtung machen. Sollte es wirklich zu irgendeinem größeren Streiter kommen, ob ihr jetzt nun vom Weg runter dürft oder nicht, dürft ihr euch auch vertrauensvoll theoretisch durchaus an die Polizei wenden. Ob man das macht, würde ich jetzt dem persönlichen Charakter desjenigen, der da einen Konflikt hat, überlassen. Aber das ist auf jeden Fall legitim und darf man dann tun in solchen Fällen. Dafür sind sie ja da. Und ja, aber generell ist das Betreten des Waldes nicht eingeschränkt, sofern nicht irgendwie eben so ein spezieller Fall vorherrscht. Ob man jetzt aus ethisch-moralischer Sicht dem Wild in der Wildruhezone beziehungsweise in einem stark durch Touristen in Anführungszeichen belasteten in Anführungszeichen Wald unbedingt von den Wegen runtergehen muss, das ist nochmal eine andere Frage und je nachdem, welcher Überzeugung man da halt eben anhängt, ob es das Wild jetzt nun stört oder nicht, kann man es ja dann eventuell vielleicht ein bisschen reduzieren. Oder auch sagen, nö, das stört das Wild nicht, ich reduziere das jetzt nicht. Wie gesagt, dazu gibt es keine Antwort und ich kann beide Positionen irgendwie ganz gut verstehen. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche einen schönen Abend und mache mir jetzt, ich glaube, ein paar Nudeln. Ja, ein paar Nudeln wäre gut. Tschüss.